Thank you.
König Oberon, erhabener Herrscher des Elfenreiches. Dein Diener Puck liegt dir zu Füßen. Was störst du mich? Zum ersten Mal seit vielen Nächten ließ mich der Schlaf mein Leid vergessen. Für ach so kurze Zeit. Wo bliebst du, ungetreuer Knecht? 7-mal versank der Sonnenwagen schon im Meer, seitdem du dich das letzte Mal gezeigt. Verzeiht mir, guter, edler Herr, wenn ich auch schuldig bin. Die Nymphe Arethusa, wie ihr wisst, im Palmenhain von Askalon, die ich verehre, die... Du Tor, auf Liebesabenteuern treibst du dich umher. Und während hier das Reich der Elfen, über das ich herrsche, fast entzwei sich spaltet in einem bitteren Streit, bleibst du, der du mein nächster Diener und Vertrauter bist, mir fern. Mir bricht das Herz, euch so voll Zorn zu sehen, mein teurer Herr. Wo ist Titania, eure Königin, die sonst mit zarter Hand die Unmutswolke stets von eurer Stirne scheucht? Titania, sie ist für mich verloren. In einem nichtigen Streit, der ausbrach durch die Frage, wer mehr zur Untreu neigt, ob Mann, ob Weib, erzürnten wir uns so, dass wir durch einen feierlichen Schwur im Namen dessen, der selbst uns Geistern unbenennbar bleiben muss, uns trennten, wenn das Geschick es will, für immer. Wir schwuren dies, nie mehr, und wenn es bis zum Ende aller Zeiten dauern sollt, wird sich Titania Oberon verbinden, noch wird er dieses von ihr fordern, bis sich ein Liebespaar lässt finden, das selbst in allen Schicksalsschlägen getreu der ersten Liebe blieb, entschlossen eher den Tod in Flammen zu erwählen, als ungetreu zu sein, selbst einem Thron zulieb. Nichts wendet diesen Fluch, und erst wenn dies, wenn alles dies geschehen, darf ich Titania wiedersehen. Und jetzt geb eure Majestät wohl gerne seine Krone her, um solch ein treues Paar zu finden. So ist es, Freund. Jedoch die Liebenden, die wir im Zorn beschworen, gibt es nicht. Oho, wenn ihr gestattet, ich bin ganz anderer Meinung. Auf dem Gebiet bin ich beschlagen. Ich kann euch, glaube ich, ein Pärchen zeigen, das die Bedingungen erfüllt. Gebt mir nur ein paar Atemzüge Urlaub und ich bin gleich zurück, um euch Genaues zu berichten. Noch steht mein Hippogriff gesattelt. Ich mache, hoffe ich, alles wieder gut. Schneller als der Sturm bin ich zurück aus Bagdad, hoher Herr, um euch zu dienen mit der besten Nachricht, die ihr hören könnt. So sprich. Das Liebespaar, das ihr so dringend sucht, hab ich gefunden.
Er ist ein fränkischer Ritter, Herr Hyon von Bordeaux und Herzog von Guyenne, und ist vor einiger Zeit in Ascalon gelandet, im Auftrag seines Herrn, des großen Kaisers Karl. Und dort in Ascalon sah er die Nichte des Emirs dieser Stadt, die schöne Rezia, die hier am Hofe ihres Onkels aufgewachsen. Er sah sie nur für einen Augenblick vom Dache seiner Herberg, als sie, wie oftmals in der Abendkühle mit ihren Freundinnen, im Garten des Palastes sich erging. Doch ehe sie noch den Schleier vors Angesicht sich legen konnte, hat schon sein Blick in ihre dunklen Augen sich versenkt. Seit dieser Stund liebt Hyon Rezia mit einer Glut, die ihn entschlossen macht, jedwede Schranke zu durchbrechen und sie als Gattin heimzuführen. Mit gleicher Kraft verzehrt sich Rezia nach dem blonden Ritter. Und da sie völlig unerfahren noch in Liebesdingen, gelang ihr es nicht, die Liebe zu dem Fremden zu verbergen. Ihr Oheim, der davon erfuhr, befahl, das Täubchen alsogleich und ohne Aufsehen fortzuschaffen. Und ist der Ritter ihr gefolgt? Noch nicht. Er sitzt in Ascalon und rast vor Wut, weil niemand weiß, wo seine Liebste hingeschwunden. Und du wärst Puck nicht, wüsstest du nicht trotzdem, wo sie ist. Sie ist in Bagdad, Herr, und schmachtet im Serail des hohen Herrn Papa, Harun al-Raschids, des Herrschers aller Gläubigen. Sehr streng bewacht von 12 Eunuchen. Schaff mir Herrn Hyon her. Ich will ihn sehen. Im Voraus des Befehls gewärtig war ich bereits so frei, den Ritter einfach mitzubringen, samt seinem knappen Scherasmin. Wenn ihr erlaubt, hier sind sie schon. Ach, meine Rezia. Ich will dem Ritter Rezias Bild im Traum erscheinen lassen. Hier hast du meinen Stab. Nun zeig, was du gelernt hast. Ich bin zwar Lehrling nur in Zauberdingen, doch dieses kleine Werk, dem Herrn doch das Bild der Angebeteten im Traume vorzuführen, das dünkt mich, sollte mir gelingen. Wo ist Rezia? Auf, Scherasmin! Sattle die Pferde! Ja, wo sind wir denn eigentlich? Ich dachte, wir wären in Ascalon. Herr Ritter, die Pferde sind weg. Und unsere Herberge auch. Seht euch nur einmal um. Lauter Blumen. Und da, die zwei seltsamen Herren. Die reinsten Geister. Herr Hyon von Bordeaux, ihr seid im Reich der Elfen. Und ich bin Oberon, der Feen- und Elfenkönig. Kreuzitürken, das hat uns gerade noch gefehlt. Ich will dein Freund sein und dir helfen, die zu gewinnen, die du liebst. Die schöne Rezia ist in Bagdad und dort vor dir verborgen im Harem ihres Vaters, des Kalifen. Wie? Rezia ist die Tochter des Kalifen Harun al-Raschid? Scherasmin, wir ziehen sogleich nach Bagdad. Oh je, jetzt geht die Reiserei schon wieder los. Wie lange braucht man denn das Bagdad? Mit meiner Hilfe einen Augenblick. Und hier, Herr Hyon, nehmet dieses Horn. Wenn ihr es in der Not ertönen lasst, so wird sogleich euch Hilfe werden, eh noch der Ton verklingt. Doch ruft mich nur in allerhöchster Todesnot, denn sonst verliert das Horn hier seine Macht. Ich danke euch, edler Herr, doch scheue ich den Tod nicht, wenn ich für Rezia und meine Ritterehre kämpfen darf. Gebt mir das Horn zu tragen, lieber Herr. Ich habe keine so kitzliche Ehre, dass ich nicht in der Not einen Hilferuf loslassen würde. Vielleicht könnte man es auch einmal als Trinkhorn benutzen.
Oh,
Sie alle fort und ich bleib ohne Auftrag hier zurück. Wär ich von Neugier jetzt nicht so geplagt, wie die Geschichte hier zum Heil sich meines Herrn entwickelt, flugs eilte ich zurück zu meiner holden Nymphe. So aber zieh ich's vor, mich nach dem fernen Bagdad zu versetzen. Bring mich, mein Rösslein, auf dem schnellsten Wege in den Palast Harun al-Raschids des Kalifen. Schon bin ich da, im Garten des Serails. Man darf mich nicht entdecken. Soll ich mich hier bei diesem Gitter? Nein, hinter diesem Busch will ich mich gut verstecken. Die schöne junge Dame, die da kommt, ist Rezia. Fürs Erste kann ich mir nichts Besseres wünschen. Thank you.
Es ist heller Tag und ihren höchsten Stand hat längst die Sonne überschritten. Wie konnte ich nur so lange schlafen? Jetzt weiß ich es. Ich schlief so fest, weil ich bei dieser greulich lärmenden Musik mir meine Ohren zugestopft, die ja nun einmal nicht geschaffen sind, so kunstlos und brutal traktiert zu werden. Jetzt aber schleunigst fort. Ich habe wenig Lust, Bekanntschaft mit den dicken Herren zu machen. Ich glaube wohl, das sind Eunuchen, die hier den Harem streng bewachen. Auch will ich selbst mich überzeugen, ob sich die kleine Dienerin Fatima nicht getäuscht hat und wo der Ritter Hyon steckt. Geschwind vor's Tor der Stadt. Ach, Hippogriff, jetzt bleib hier an der Mauer stehen. Ich sehe dort in diesem Palmenhain an einem Brunnen unseren Ritter liegen. Und der dort näher kommt, in Burnus und Kapuze? Ja, jetzt schlägt die fremden Kleider er zurück. Das ist sein Diener, der gute Scherasmin. Gewiss hat er für Hyon eine Nachricht. Der Weg ist klar, Herr Hyon. Vor Sonnenuntergang durch das Südtor, ehe es geschlossen wird. Dann durch eine kleine verrostete Tür an der Hinterseite des Parkes, dann quer durch den Park, an zwei Wachen vorbei, in den Palast. Gut ausgekundschaftet, Scherasmin. Konntest du Rezia Nachricht zukommen lassen? Nein, Herr, unmöglich. Die ganze Umgebung des Palastes wimmelt ja von Wachen wie ein Ameisenhaufen. Aber ich habe etwas Wichtiges erfahren. Heute Abend soll die feierliche Vermählung der Prinzessin Rezia mit dem Prinzen Babekan stattfinden. Dann muss es heute sein. Scherasmin, bring unsere Pferde vorsichtig in das Dickicht an der Tigrisfurt, die wir gestern erkundet haben, und warte dann in der Nähe des Tores auf mich. Wenn wir nur schon wieder daheim in Bordeaux wären. Mir ahnt nichts Gutes. Du Hasenfuß. Wir werden Rezia glücklich herausbringen, und wenn es durch 1000 Wachen sein muss.
Es ist doch selbstverständlich, dass ich noch vor dem Ritter im Palaste bin. Richtig. Hier durch diese Tür. Jetzt durch den Park. Dort, wo die Fackeln leuchten, muss es sein. Weit der Kalif, umgeben von den Großen seines Reiches. Und der zu seiner Linken? Ja, das muss der Prinz sein. Prinz Babe Khan, den Rezia zum Manne nehmen soll. Oh,
Verlasst uns jetzt, ihr hohen Herren. Mein Prinz, die Stunde ist gekommen, in der ich Rizia in eure Hände gebe. Man führe meine Tochter jetzt herein. Tief verschleiert tritt sie ein. Und ebenso verschleiert hinter ihr Fatima und die Frauen. Ein Prinz, seht nach, was für ein Lärm das ist! Hyrum dringt herein und Sherasmin schlägt heftig um sich. Einige der Mohren, die die Fackeln tragen, streckt er nieder. Und die anderen flüchten. Ich fahre beiseite! Ungläubiger, ergib dich! Der Prinz sieht hin und von Hyrum schwert. Und Rezia fliegt in ihres Ritters Arm. Hyrum, Geliebter, rette mich! Und nun eilt Sherasmin Fatima an der Hand fort durch die Kolonnaden zu dem Ausgang. Und Hyrum folgt ihm nach mit Rezia. Harun al-Raschid, der bisher erstarrt beiseite stand, tritt jetzt empört nach vorne. Wachen! Setzt ihnen nach! Schließt alle Tore! Anführer! Besetzt alle Straßen! Lasst Reiter aufsitzen! Bringt die Ungläubigen zurück! Mein Bate des Propheten! Dieser ungeheure Frevel fordert Rache! Sind entkommen. Puck, deine Wahl war gut. Herr Hyrum ist ein tapferer und edler Held und dieses Paar wird sich bewähren. Wie schade nur, dass mich mein König Oberon zu seinem Lilienthron zurückgerufen. Es soll sich um gewichtige Dinge handeln. Doch konnte ich es mir nicht versagen, auf meinem Wüstenritt geschwind noch einen Blick auf die Oase hier zu werfen, wo sich die Flüchtigen einen Rasttag gönnen. Da ist ein Zelt. Hier sehe ich Sättel und Gepäck. Und dort im Gras liegt Sherasmin und unterhält sich mit Fatima. Welch ein Idyll! Doch immer, wenn's gemütlich wird, ruft mich die Pflicht. Lebt wohl derweil! Bis hierher werden uns die Reiter des Kalifen nicht verfolgen. In einer Woche können wir am Meer sein. Was wirst du dann machen, kleine Fatima? Ich weiß es auch nicht, Herr Sherasmin. Das kommt noch darauf an. Auf was wird es denn wohl ankommen, meine kleine Ungläubige? Hast du etwa Angst vor uns? Oh nein, ich habe ebenso wenig Angst, Herr Sherasmin, wie meine Herrin, die dort hinten mit Herrn Hyrum zwischen den Palmen wandelt. Und wie eng sie sich umschlungen halten. Wie wäre es denn, meine dunkeläugige Schönheit, wenn wir auch so ein Paar würden? Ach, lieber Herr Sherasmin... Glaubt ihr wirklich, dass ich in einem fremden Land eine neue Heimat finden werde? Arabien, Spross, bin ich.
Ich werde dir in meinen Armen eine neue Heimat geben, liebste Fatima. Und ich verspreche dir, dich nie zu verlassen. Hey, Freund Sherasmin. Nicht so ungestüm. Geh, füttere jetzt die Pferde. Wir reiten morgen in aller Frühe. Ja, ich gehe ja schon, Herr Ritter. Diese unersättlichen Klepper. Sherasmin füttern, Sherasmin satteln, Sherasmin absatteln. Och, ich wollte, wir wären schon auf einem Schiff. Liebste, dort, in der Wüste, eine Staubwolke. Es sieht so aus, als ob sie näher kommt. Wo? Tatsächlich! Reiter! Ich sehe schon die Lanzen blitzen! Das sind doch die Lanzenreiter des Kalifen! Sie haben uns gesehen! Sie springen von den Pferden! Wo ist mein Schwert? Sherasmin! Bringt den Christenhund und die beiden Weiber zu den Pferden! Jetzt, Oberon, hilf! Dass ich es mitgenommen habe. Jedenfalls ohne die Mitwirkung dieses Instrumentes hingen wir jetzt gefesselt auf den schnellen Pferden des Kalifen, während nun seine Elitetruppe vom Blitz zerschmettert am Boden liegt. Aber was wird es dort nur so hell? Mir tränen die Augen, wenn ich dahin sehe. Und jetzt kommt jemand aus dem Licht hervor. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Herr, von dem wir das Horn haben. Der Elfenkönig. Du hast getan, was Menschenkraft vermag, um dir die Liebste zu gewinnen, Ritter Hyon. Ich bin zufrieden. Du, Rezia, prüfe dich. Bist du bereit, der Herrlichkeit des Thrones zu entsagen und eine ungewisse Fahrt mit einem fremden Mann zu wagen? Was ich verlasse, gilt mir nichts. In Glück und Unglück lieb ich Hyon. So ziehet denn dahin. Hier liegt schon euer Schiff bereit. Ja, wie kommt denn das Schiff hier in die Wüste? Seht doch, Herr Ritter, das Schiff schwimmt. Es schwimmt auf dem Wasser. Und das Blaue, das ihr da hinten seht, das ist kein Himmel. Das ist alles Wasser. Wir sind am Meer. Es geht nach Hause. Bleibt treu und stark. Auch wenn in Zukunft schwere Schicksalsschläge euch bedrohen, in denen ich, durch meinen Schwur gebunden, euch nicht schützen darf. Lebt wohl. Mit mir.
Muss das Felsgestade sein, das mir Herr Oberon genau bezeichnet. Noch ist es heller Tag. Die See liegt spiegelglatt. Noch kann das Schiff, das unsere Freunde trägt, den Kurs nach Hause unbeirrt verfolgen. Wie gerne würde ich Ihnen bald Geheimkehr wünschen. Doch anders hat mein König es bestimmt. Und ob mir's recht ist oder nicht, ich muss gehorchen. Kaiser von Oh!
Björn, wo sind wir? Sei ganz ruhig, Liebste. Das Schlimmste ist vorüber. Unser Schiff ist in einem furchtbaren Sturm untergegangen. Die Brandung hat uns an diese Felsenküste geworfen. Wo ist Fatima? Wo ist Cherasmin? Er hat Oberons Horn und könnte uns damit retten. Ich weiß es nicht, Geliebte. Seit dem Sturm habe ich sie nicht mehr gesehen. Beunruhige dich nicht. Vielleicht wurden sie an einer anderen Stelle ans Land gespült. Ich werde Ausschau halten. Ich komme gleich zurück. Oh, dieses schreckliche Meer.
Das Mädchen, das uns gewinkt hat. Packt sie! Schnürt ihr die Arme zusammen und bringt sie an Bord! Hören! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Oh, sogar ein recht hübsches Ding. Die bringt uns ein schönes Stück Geld. Halt, Schurken! Lass die Frau los! Schlag den Kerl nieder! Gnade für den Ritter! Macht mit mir, was ihr wollt, doch ihn lasst frei! Der hat sein Teil. Lasst ihn ja liegen! Und rasch mit der Frau an Bord. Thank you.
aber, Sterblicher, ich kann dir diese Leiden nicht ersparen und musste selbst der Elemente Rasen entfesseln und in Anspruch nehmen, um Rezia und dich zu trennen. Und auch des Hornes Hilfe konnte ich länger nicht gewähren. Denn erst, wenn ihr in Schmerzen wie in Freuden euch treu seid und bereit, sogar den Tod zu leiden um eurer Liebe willen, kann ich euch belohnen, weil ihr mich dann von meinem Schwur befreit. Puck, komm herbei! Was befiehlst du, großer König? Wenn sich der Mond zum 7. Mal erneuert, dann trage diesen Mann, der hier in tiefer Ohnmacht auf nacktem Felsen ruht, nach Tunis und bring ihn in Almansors des Emirs kühlen Garten. Doch schütz ihn bis zu diesem Tage vor Phöbus glühenden Geschossen und vor dem giftigen Tau der Nacht. Was du befohlen hast, wird gleich geschehen. Hier auf diesem Felsenstrand soll ein Schattgehain entstehen. Wo noch nie ein Grashalm stand, wird man Blütenbüsche sehen. Vollbracht. Kein Sonnenstrahl kann mehr zu Hyon dringen. Doch horch! Von fern her durch die Vollmondnacht hört man Meermädchen lieblich singen. Orpheus' Sang tönt nicht so lind. Oberon, dein Reich beginnt!
Sie, wir sind bereit. Dürfen wir zum Tanze ziehen, hier an diesem Felsenstrand, zu der Nixenmelodie. Diese Freude gönn ich dir, und ich seh euch zu von hier. Elfen, seht doch, was hier geschieht. Kommt alle und kommt zu dein Nixenlied. Halt euch damit ihr den Nixen beweist, dass wir Elfen noch wissen, was Krusi heißt. Seid beschwingt euch und seid verschillt, die Blüten, die Luften, die Winden, die Blüten, die Blüten, die Luften, die Winden, die Elfen. Seht nun, was hier geschieht, kommen alle und passen der Nixenlied. Schneller, als ich mir's gedacht, sind diese letzten 7 Monde hingegangen. Und einige Wochen ist es auch schon her, seit ich den armen Ritter Hyon hierher nach Tunis hab gebracht, damit er endlich in des Emirs Gärten aus seinem langen Schlaf erwache. Ja, ja, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube, es wird gut sein, wenn ich jetzt wieder einmal schaue, wie es unseren armen Freunden geht. Da, da sitzt Fatima, ganz allein vor ihrer Hütte. Sie muss wie immer Körbe flechten. Und dabei singt sie vor sich hin. Als die Liebste mir
das Tor auf Gefahr. Und wir eilen durch Gärten im rasender Flucht und sind vor dem Schafstor noch immer so. All, 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 und schon bald sind wir fern um die Finsternserei und den grausamen Herrn. Um die Finsternserei und den grausamen Herrn. All, 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 Salam alaikum. Mein hoher Herr. Lass gut sein, Fatima. Hier bin ich kein Herr. Nur ein Sklave, wie du und Sherasmin auch. Herr Ritter, ich hab es satt. Seit 6 Monaten jeden Tag in der Sonne Orangenbäume begießen und Myrten umpflanzen. Der Teufel soll die ganze Gärtnerei holen und diese Fetzen von maurischen Kleidern. Sei nicht so undankbar, Sherasmin. Als euch die Seeräuber nach dem Schiffbruch aufgefischt und auf dem Sklavenmarkt in Tunis verkauft haben, hätte es euch viel schlechter gehen können. Es war euer Glück, dass ihr wenigstens beide von einem Herrn gekauft worden seid und immer zusammenbleiben konntet. Sieh mich an, wie es mir ergeht. Zwar bin ich wie durch ein Wunder von einem Felsenstrand in diesen Garten versetzt worden, aber was nützt mir das? Die Mauern des Serais, hinter denen Rezia gefangen ist, sind undurchdringlich. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie eine einzige meiner Nachrichten bekommen hat. Prinzessin Rezia weiß gewiss nicht, wie sie euch Nachricht geben soll. Aber ihr könnt ganz beruhigt sein, lieber Herr. Der Prinzessin geht es gut? Unter den Dienerinnen des Palastes erzählt man sich viel und alle sagen, dass der Emir Prinzessin Rezia wie eine Fürstin aufgenommen hat, gleich nachdem er sie von den Seeräubern gekauft hat. Ja, und man erzählt sich auch, dass der Emir Prinzessin Rezia zu seiner Frau machen will, weil er seine jetzige Lieblingsfrau, die Fürstin Roshana, nicht mehr ausstehen kann, seitdem er Prinzessin Rezia gesehen hat. Er soll es nur wagen. Ich werde mir ein Schwert beschaffen, um ihn noch vor der Hochzeit umzubringen. Ein Schwert ist in dieser Gegend für arme Sklaven nicht zu haben. Aber wer weiß, Herr Hürn, vielleicht könnt ihr ein Schwert und noch einiges andere von der Fürstin Roshana bekommen. Wie meinst du das? Ich meine, die Fürstin hat ein Auge auf euch geworfen, Herr Ritter. Seit dem Tag, an dem euch dieser Schuft von Obergärtner als Gehilfen eingestellt hat und wir jeden Nachmittag im Myrtenhof arbeiten, da erscheint, kaum dass wir angefangen haben, eine verschleierte Schönheit an den oberen Fenstern. Das ist die Fürstin, sagen die anderen. Ihr hättet sie längst bemerken müssen, wenn ihr nicht so versonnen wäret. Du siehst Gespenster, Sherasmin. Im Allgemeinen nicht. Ach. Da kommt schon wieder diese Sklavin, die immer so lautlos wie ein Gespenst auftaucht und mit Fatima tuschelt. Seht doch, sie gibt Fatima etwas in die Hand. Herr Ritter, eine Nachricht aus dem Serai. Ein Wächter hat Nadina dieses Briefchen hier zugesteckt. Sie soll den Brief dem großen Gärtnerburschen bringen. Von R an H. Sei um Mitternacht im Brunnenhof. Die Türen werden offen sein. Nadina wird dich führen. Endlich! Eine Nachricht von Rezia. Noch heute liegt sie sehen. Das Schwerste ist vollbracht. Ich werde sie befreien. Rezia.
Ach, Fatima, ich schöpfe wieder Hoffnung. Seitdem das Horn mit unserem ganzen Gepäck auf dem Meeresgrund versunken ist, hatte ich keinen Mut mehr. Aber wenn Herr Hyon erst seine Rezia wiedergesehen hat, dann wird er auch Wege finden, dass wir alle zusammen hier herauskommen und nach Hause fahren. Nach Hause, ins Frankenreich. Du weißt ja gar nicht, wie schön es dort ist. An den Ufern der Garonne lebte ich in jungen Tagen. Kaum, dass ich recht laufen konnte, fing ich an, mich rumzuschlagen, allbei scheuend, frech und froh. Wasserfeind, ein Weinverächter, gegen jedes Nachbarsohn. Und küssend aller Nachbarstöchter. Ach, wie rasch bist du entflohen, schöne Zeit an der Garonne. Ach, wie rasch bist du entflohen, schöne Zeit an der Garonne, schöne Zeit an der Garonne. Zeiten, liebes Kind. Seit wir hier nach Tunis kamen, sind wir Sklaven, Sklaven. Sei doch nicht dumm, wir sind Sklaven, doch beisammen. Sei doch lustig und vergnügt. Sei doch lustig und vergnügt, sei doch lustig, sei doch lustig. Lasst uns tanzen, singen, scherzen, singen, scherzen, tanzen, scherzen. Froh bei Tag und froh bei Nacht, das Leben uns von ganzem Herzen. Wir sind lustig und vergnügt, wir sind lustig, lasst uns tanzen, singen, scherzen, tanzen, scherzen, froh bei Tag und froh bei Nacht, das Leben uns von ganzem Herzen, von Herzen, lasst uns tanzen, singen, scherzen, lasst uns scherzen. Wir sind lustig und vergnügt, wir sind lustig und vergnügt, wir sind lustig, lasst uns tanzen, singen, scherzen, tanzen, scherzen, froh bei Tag und froh bei Nacht, das Leben uns von ganzem Herzen, das Leben von ganzem Herzen. Wir sind lustig und vergnügt, lasst uns tanzen, singen, scherzen, lasst uns tanzen, singen, scherzen, tanzen, scherzen, tanzen, scherzen. Tanzen, scherzen.
die Geschichte spannend. Und damit ich nichts versäume, eile ich in die verbotenen, streng bewachten Haremsräume. Im Brunnenhof stand in dem Brief, der unseren blonden Ritter zur mitternächtiger Stunde zu der Geliebten rief. Die Stunde ist nicht fern, und dies scheint mir der Ort. Und auch die dicken Herren erblick ich wieder dort, und diese Dame, die sie hergeleiten, und der ein ganz besonders dicker durch Zeichen zu verstehen gibt, dass sie hier warten möge. Ja, das ist Rezia. Man lässt sie hier allein. Warum singt ihr ein so trauriges Lied, Prinzessin? Ihr hättet allen Grund, fröhlich zu sein. Es fehlt euch an nichts, was eine Frau glücklich machen kann. Mir fehlt alles, Emir.
alles, was ich zum Leben brauche. Die Freiheit. Ich habe euch täglich angeboten, als meine Gattin über den Serail zu herrschen. Ich liebe einen fränkischen Ritter. Und nichts wird mich von ihm scheiden. Die Ehren, die ihr mir zugedacht habt, bedeuten mir nichts. Hüte dich, meine Geduld auf eine allzu lange Probe zu stellen. Du hast vergessen, dass ich dein Herr bin und über dich befehlen kann, wie es mir beliebt. Bringt die Prinzessin in ihre Gemächer zurück. Dieses hochmütige Liebchen eines Christenhundes. Mein teurer Herr. Roshana. Ihr seid zornig? Was willst du hier? Ich habe dich nicht gerufen. Ich werde dich von dem Sardar einschließen lassen, wenn du mich weiterhin mit deiner Eifersucht belästigst. Mein Gebieter, ich kann euch nicht daran hindern, euch vor einer hergelaufenen Sklavin aus Bagdad zu entwürdigen. Aber vergesst nicht, dass ihr nur durch meine Hand das Emirat von Tunis gewonnen habt. Ein Wort noch! Und du wirst im Kerker nachdenken, wer jetzt über dich und Tunis zu gebieten hat. Der Narr. Sein Maß ist voll. Da kommt Nadine mit dem fremden blonden Mann. Schnell hinter diese Säule. Wer gab dir die Macht, Mädchen, mich durch all die verschlossenen Türen und Gänge zu führen? Psst, warte dir. Es ist Mitternacht. In wenigen Augenblicken werde ich dich wiedersehen. Meine Rezia. Mein schöner Fremder. Wie? Verzeiht mir, wer ihr auch seid, dass ich hier eingedrungen bin. Ich kenne dich. Du bist der große Gärtner, den ich seit Wochen im Myrtenhofe bei der Arbeit sah. Ich habe dich rufen lassen, weil du mir gefällst. Wie, ihr kennt mich? Und wer seid ihr? Ich bin Roshana, deine Herrin und die Gattin des Emirs dieses Landes. Fürstin, dies muss ein Irrtum sein. Erlaubt, dass ich mich zurückziehe. Nein, bleib. Komm her zu mir. Komm, näher. Sei kühn, mein stolzer Christ. Ich liebe dich. Ich verzehre mich nach dir. Ich hasse den Emir. Komm. Komm. Hier hast du einen Dolch. Ich führe dich an sein Lager. Und ehe noch der Morgen graut, gehöre ich dir. Mit allem, was ich besitze. Behaltet euren Dolch. Ich kann eure Wünsche nicht erfüllen, Fürstin. Ich bin ein fränkischer Ritter. Mein Herz und mein Arm gehören einer anderen. Mein schöner Freund. Wenn ihr schon gegen mein Reize so standhaft seid, so muss ich wohl einige Verlockungen des Serais zu Hilfe nehmen, denen selbst ein verliebter fränkischer Ritter nicht widerstehen wird.
Sie hat sich mit einem Sklaven vergangen. Dieser Sklave, der sich vermessen hat, in die verbotenen Bezirke des Rheins einzudringen, wird am selben Platz, den er durch seine Gegenwart geschändet hat, verbrannt, legt in den Ketten und richtet den Holzstoß. Herr, ich bitte euch um Gnade. Um Gnade für wen? Für diesen Christen und er stirbt. Dann tötet mich mit ihm. Er ist mein Gatte. Rezia, was tust du? Hör an! Greif die Abtrünnige und verbrennt sie mit ihm. Legt Feuer an! Ja, was geht denn hier vor, Herr Ritter? Denkt euch, Herr Oberon hat uns zwei hübsche Elfen geschickt, die haben mir das Horn zurückgebracht, das ich verloren hatte. Es scheint ja auch höchste Zeit gewesen zu sein. Steigt doch mit der Prinzessin herunter von dem Holzhaufen da! Hahaha, und die türkischen Herren hier sehen ja wie versteinert aus. Vielleicht tut's ihnen gut, wenn ich ihnen ein Liedchen blase. Jasmin in unser goldenes Horn geblasen, stellt Oberon im Augenblick sich ein. In einem Meer von Licht und überwölbt von Blütenzweigen erscheint der Herr des Elfenreichs auf seinem Lilienthron. Und neben ihm darf ich den Augen trauen, aufs Neue mit dem König nun verbunden, die holde Königin Titania. Das Leid nun überwunden, durch Treue mich vom Schwur entbunden. Das höchste Glück ist mein Gewinn. Denn neu umarm ich Strahl, führ ich euch also gleich fort über Meere und über Berg und Tal ins ferne Frankenreich. Wie vor Kaiser Karl werd ich einstmals ausgesandt. Dort empfange deine Braut aus des Kaisers Hand. Und dort empfange
Muss auch ich mich von den Freunden trennen. Nicht lang, so werden sie vor ihrem Kaiser stehen, vor Kaiser Karl im fernen Frankenlande, dass er besiegeln möge ihren Bund. Was mich betrifft, so treib ich meinen Hippogryphen zur allerhöchsten Eil jetzt an. In seinem neu erworbenen Glück wird Oberon mich kaum vermissen. Doch Arethusa, glaub ich, die vermisst mich sehr. Geschwind, mein Röstlein, bringe Puck zu seiner heißgeliebten Nymphe. Was du mir gnädig aufgetragen, hab ich getan. Hier zur Seite mir steht die schönste Frau, Prinzessin Rizia ist's, die mir mein Schwert gewann. Herr, segne unsern Bund.